Aha. Aha, aha, aha. Also, Dragon Age Origins ist übrigens das Spiel, was sich am schlechtesten aufnehmen lässt von allen anderen Spielen. Ich saß gerade eine geschlagene Viertelstunde und habe hier Sachen durchprobiert, damit es geht. Ist dann darauf hinausgelaufen, dass ich die Texturen rausgelöscht habe und das scheint geholfen zu haben. Oder es geht gerade durch puren Zufall, ich habe keine Ahnung. Also in der letzten Folge waren wir ja schon 3 Meter weiter, aber dann ist mir das Spiel abgestürzt, was es ja gerne mal tut. Und deswegen starten wir jetzt nochmal gleich 3 Meter zurück. Also ich wurde ein... Ich hatte in irgendeiner Testaufnahme zwischendurch hatte ich schon mal das Schwert hier ausgemacht, weil das kostet ja ziemlich viel Mana. Also da oben hier und das Zeug da. Und das bringt... Ja, ich meine, das bringt was für die Gruppe, aber ich finde es halt nicht so richtig toll. Ach so, die hier vorne, die gehören gar nicht mit dazu. Na gut, dann können wir ja... verdammt, schon wieder falsch gedrückt. Ich glaube, die stehen zu nah dran für meinen Geschmack. Wo sind hier eigentlich meine Nahkämpfer? Jungs, ihr macht da bitte mal volle Attacke und du auch mal. Jetzt steht meine Magierin vorne. Meine Magierin vorne steht erscheint. Alter, warum rennen die mir jetzt alle hinterher? Sind die doof? Achso, warte mal, das ist. Nee, warte mal. Habe ich nicht hier irgendwo noch so einen AOE-Blitzzauberspruch? Genau, der da. Also, ich weiß nicht, warum die mir jetzt alle hinterher rennen, aber die Gelegenheit ist eigentlich günstig, einfach wegzurennen, um meine anderen Leute machen zu lassen. Ich habe einen Ambusch dabei. Warte mal, ja, eise ich erstmal ein in den Hurlock. Der scheint mich ja so sehr zu mögen, dass er mich die ganze Zeit verfolgen muss. Das finde ich nicht okay. Mal hier Genlock, kommen wir noch um. Ich glaube nicht, dass der Kampf hier so besonders hart. Na gut, der ist auch schon so gut wie tot. Guck mal, ist schon einer. Ne, gestorben ist auch noch keiner. Na denn. Ne, warte mal. Pupp, eisige Umarmung. Habe ich noch was ich zaubern kann? Ne. Ich könnte noch Auto hitten. Also richtig. Oh, verdammt, ich sterbe ja gerade. Nein. Warte, ich möchte nicht sterben. Renn, Jungs, mach das mal. Taktisch war es jetzt natürlich nicht so die Maßnahme, aber naja, was soll's. Das wäre jetzt der größte Husten, wenn der Genlock jetzt auf einmal auf die tolle Idee kommen würde, mich anzugreifen. So, Kampf überlebt. Verdammt. Ich bin verletzt. Ich muss diese Wunden unbedingt behandeln. Das fällt dir jetzt ein, jetzt nachdem der Kampf vorbei ist, dass wir verletzt sind. Na klasse. Na gut, erstmal plündern. Natürlich. Oh, ein Kurzbogen Ulme. Ulme ist ein Ulmkunde, kleiner metallener Rundschild. Das Ding ist, ich glaube, diese beiden Typen hier, die ich hier bei habe, die Turmwachen. Ich glaube nicht, dass ich an denen lange Freude haben werde. Also, ich ahne, die sind irgendwie so Verheizmaterial. Was ich mal so in 3 Minuten gleich ganz... Oh, da hinten war ja auch noch ein Genlock. Mensch. Und dass ich ganz schnell wieder verliere, wenn ich dann ein bisschen Zeit lasse mit den Freunden. Ich könnte ja trotzdem mal... Was haben wir hier noch? Einen schwachen Wundumschlag. Wunderschön. Hier da hinten habe ich die eigentlich nicht geplündert. Die habe ich doch eigentlich auch an... Ach nee, die hatten nur Geld bei. Aha. Ah, ich fail hier mal wieder rum. Da spiel ich schon... Ach, da oben sind ja auch noch welche. Aber es ist nur einer, oder? Na gut, dass er vorher nicht eingegriffen hat. Na gut. Das kriegen wir dann, glaube ich, gerade noch auf Automatik hin. Ich hätte ja gerne einen stärkeren Zauberstab von meiner Magierin, aber naja. Ja, das. Na gut, der hätte was. Der Plan war wahrscheinlich, dass der hier runterzaubert, aber er hat es halt nicht getan, weil der irgendwie doof rumstand oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat es nicht getan. Oh, da hinten. Oh, noch mehr. Was? Kampfesrausch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, dass ich schon. Das ist total unklug, ist hier schon wieder mit meiner Magierin vorzurennen, aber mein. Das Nahkampfpersonal tut. Jetzt rennen die mir alle hinterher, oder was? Na gut, oder? Der hier, ja, er macht. Nee, halt mal den da auf. Das finde ich. Oh, aber warum ist er denn so weit hinten? Ach, egal. Bereit. Also, irgendwie rennen die immer alle meiner Magie hinterher. Das macht die Kämpfe natürlich ein wenig leichter, weil ich kann nämlich die ganze Zeit einfach wegrennen. Oh, das war eine scheiß Idee. Moment, halt. Dann kann ich nämlich einfach wegrennen. Und Wundumschläge trinken, was ich dringend mal tun sollte. Um wieder fit zu sein. So, warum ist denn der eine Typ hier... Ja, freies Bewegen an. Ja, ist doch gut. Dann mach doch mal, Jungs. Diese eine Wache da hinten... Ne, Alistair ist das. Warum rennt der denn nicht mit? Verstanden. Freies Bewegen. Was ist denn davon jetzt an? Ach, egal. Ich hab keine Ahnung. Ach Gott, da hinten hat schon wieder Bogenschützen. Warte mal. So, jetzt mal ein bisschen taktisch vorgehen hier. Warum steht er denn immer noch 500 Meter weit hinten? Ja, du greifst den Genlock an. Die sterben ist mir eigentlich ziemlich wumpe. Du greifst diesen Genlock an und ich mache einfach Feuerball. Und renne dann weiter vorwärts. So, die müssten eigentlich... Ja, die sind alle beschäftigt. Wunderschön und herrlich. Ich müsste eigentlich noch einen Meter nach vorne rennen, um das hier richtig zu machen. Ich eise den hier erstmal ein. So, und dann, wenn das gezaubert ist, dann können wir gleich nochmal das Vampirzeug hinterher setzen. Das Eisen ist noch gar nicht durch. Das ist... Also, was ist denn der hier? Oh, der kämpft hier gegen 2 und auch noch gegen so einen großen Hurlock Alpha. Naja, vielleicht brauchen wir den ja doch noch. Ich renne mal mit dem über einen Meter zurück. Ja, einer ist erledigt. Klasse, da oben gibt es noch mehr Probleme. Was macht meine Magierin hier eigentlich gerade? Das läuft soweit. Sehr gut. Wo ist denn der Hurlock?
Gerade wollte ich fragen, wo der Hurlock Alpha ist. Meine Mana ist alle, ne? Na gut, dann trinken wir mal einen Jurium-Trank. So. Reicht das nicht? Ich habe den gar nicht getrunken. Na, ich war zu langsam. Ach, hat der gerade die Ambros rausgeholt, der Hurlock Alpha? Das finde ich ja nicht okay, dass er sowas macht. Ich glaube, meine Mana regeneriert sich auch nicht im Kampf, ne? Also, oh ja, erstmal schön auf die eigenen Leute drauf. Oh, ich glaube, damit habe ich auch gerade meinen eigenen getötet. Oder warte mal, lebt hier noch? Noch lebt er. Dann geh mal einen Meter zurück, Kollege. Bevor du uns hier noch umkippst, das wäre ja sehr ärgerlich. Na gut, den Rest. Und der rennt wieder ran. Naja, aber da war er eh schon down. Na gut. Das hätte ich ihm vielleicht auch noch extra sagen sollen, dass er da... Was, Seelenfrechterbeschichtung? Benutzen verschiedene Verbrauchen bei jedem Treffer Geistschaden. Aha. Ich kann das also meine Waffen beschichten. Na gut, dann beschäftige ich mich mal ein andermal. Wenn ich mal eine müde Ruhe bin, ich hier mal aus diesen engen Fesseln raus bin. Mich nervt das ja, dass ich hier die ganze... Granat, das war jeder Edelstein. Mich nervt ja, dass ich hier die ganze Zeit mehr oder weniger gegängelt werde, was ich als nächstes zu tun habe, mich nicht frei bewegen kann. Weiß gar nicht, ob das jemals anders wird. Vielleicht ist das ganze Spiel so aufgebaut, wer weiß. War erstmal kurz warten, bis er dann hochgeheilt ist. Sonst mache ich hier. Sehr schön. Sonst wird der nächste Kampf hart, wenn meine Turmwache hier und Turmwache 2 nicht voll fit sind. Ist ja auch sehr ärgerlich. Ja, dass mir halt die Mana ausgeht, war der Grund, warum ich hier diese Flammenwaffe ausgemacht habe. Die kostet halt so viel. Wenn ich vielleicht einen Heiler hätte, der hinten steht, der könnte diese Flammenwaffe zaubern, aber so. Oh, Pflanzen. Todeswurzel, yay. Oha. Mich da den Turm hochzukämpfen, das könnte eine Weile dauern, oder? Also, so richtig lange. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Und die Willenskraft eines Charakters bestimmt dessen Mana und Ausdauer. Ach, die Willenskraft. Mana und. Was machen wir jetzt? Naja, wir gehen jetzt erstmal ganz langsam vorwärts und gucken uns die Lage an. Aber warte mal, ich renne am besten mal mit Alistair vor. Der ist vielleicht da ein bisschen. Der ist vielleicht ein bisschen besser. Ah, wie. Feuerball. Da hinten hat's Bogenschützen. Ach ja, die haben sich das ja leicht gemacht. Also mal, komm, greifen wir jetzt erstmal. So, jetzt greifen wir erstmal den Hurlock an. Sind die beide in Reichweite? Jo, dann machen wir hier erstmal Flammendingsbums. Ihr rennt mal da hinten an die Bogenschützen ran, ihr beiden Turmwachen. Ich denke mal, das ist die bessere Lösung. So, dann stelle ich mal meine Magierin. Alistair sollte sowieso von vorne rennen. Ja, das passt noch ganz gut. So, der ist sowieso fast tot. Dann bauen wir mal deinen Feuerball. Das ist was? Das ist ein Genlock-Gesandter. Gott. Das war, glaube ich, nicht so klug, die beiden Heinze hier. Alleine gehen die Bogenschützen los. Ach, Alistair kommt auch noch. Wunderschön. Das heißt auch, meine Magerin ist alleine. Ach, Gott. Die hat gerade eingeeist. Was macht die am... Ach, ich glaube, Arcana-Bolzen. Go. Bumm. Aua. Ich schaut's nach hinten an der Front aus. Aber das läuft soweit. Gut, Alistair, der tankt die beiden Hunde. Achso, gut, der ist sowieso tot. Aber das ist der angeschlagen, dann rennt er dann mal nach vorne und lenkt den dann mal nochmal ab. Und ja, die macht halt einfach... Die zaubert halt einfach los. Dass sie überhaupt anfängt, die Waffen rauszuholen, sag ich. Schieße noch einer? Alter, natürlich. Jetzt erst wegrennen und dann doch noch angreifen, oder was? Dieser Genlock-Gesandte hier. So, Alistair sieht auch nicht mehr so richtig fit aus, aber wie viele Lebenspunkte hatten der überhaupt? Der sollte eigentlich 160 Ausdauer, 20 reserviert. Naja, gut, das sollte noch nicht mehr passen. Der wird hier. Ja, der Ruhm ist unser, genau, ganz toll. So, der Genlock-Gesandte kämpft mehr oder weniger direkt gegen meine Magerin. Das ist ja ungünstig. Warum stehe ich eigentlich direkt davor? Warum habe ich nicht mein erstes Waffenzettel? Ich könnte mal lieber in den Tank gehen. Das ist, glaube ich, sowieso irgendwie... Aua. Also ausweichen mit Wegrennen ist schon mal nicht hier. Nichts mit Rumrennen. So, na gut, dann machen wir hier mal Duell der Magier. So, er hier wird sowieso nicht gehauen. Ne, genau. Dann bitte mal alle auf den Hurlock da drauf. Und du, Alistair, haust bitte mal den Genlock-Gesandten um. Ich glaube nicht, dass meine schwächliche Magierin das mit alleine schafft. Ich glaube, den Dolchen zuzuschlagen würde mehr Schaden machen. Ja, das wird doch. Oh, den hat's geköpft. Na gut. Oh, ein Kodex aktualisiert. Was habe ich jetzt gefunden? Genlocks sind die meistverbreitete Form der dunklen Bruten, der Erde untersetzt, zäh und sehr schwer zu töten, selbst mit Magie. Abgesandte. Die intelligentesten Alphas wären begabte Zauberer, deren zahlreiche Fähigkeiten denen der Blutmagie ähnelt. Man nennt sie Abgesandte, sie tauchen normalerweise nur während einer Verderbnis auf. Ah, toll. Ja. Das wirft ja ein bezeichnendes Licht hier auf die ganze Geschichte. Wie war das mit? Das könnte eventuell. Was ist das hier überhaupt für eine Halle? Eventuell vielleicht ein Verderbnis sein? Das, die Indizien verdichten sich ja. Kriegsaxt der dunklen Brut. Warte mal, kann ich jetzt. Ich rüste jetzt einfach mal versuchsweise meine Heinze hier aus. Aber ich gebe dir jetzt keine Befehle. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, welche Befehle sind. Was hat denn der hier? Ein Graueisen. Prinzipiell. Er ist also eher so ein Hau drauf-Typ.
Mit so einer Kriegsaxt könnte der doch eigentlich mehr Schaden machen, oder? Ja, ich gebe ihm mal eine Kriegsaxt in der Hand. Vielleicht ist das ja besser. Wie könnte ich denn die... Ach ja, genau, Soldat. Also, das sagt schon mal viel... Ach, das eine ist ein Soldat, das andere ist eine Turmwache. Der hat einen Streitkolben Eisen. Na gut. Nee, den irgendeinen Bogen in der Hand zu drücken, hat keinen Sinn. Soldat, hier hat eigentlich alles, was er braucht. Sir Garland. Ach ja, genau, das, das das Fundstück der Woche war das ja. Ja, dann hat er jetzt. Was hat denn der Zweitbewaffnung? Warum hat denn der Zweitbewaffnung nochmal eine. Was ist denn hier besser? Ulm oder Esche? 6,6 Schaden, das Ding macht 6,0. Okay, Esche ist also besser. Warte mal, dann gebe ich ihm das Ding in meine Hand. Als Zweitwaffenbogen, das könnte vielleicht noch was zu. Oh, war Stab der dunklen Boot? Moment mal. Hier, Stab der guten Punkt und Beruf. Was kann das Ding? Es macht mehr Schaden und hat leicht andere. Ja, aber eigentlich macht das Ding noch Schaden 4 und macht dann nochmal plus 2 Schaden. Das heißt, das Ding macht am Ende doch mehr Schaden. Na gut, dann bleibe ich dabei. Aber das Ding hat. Ah, der Stab der dunklen Boot hat ein bisschen mehr Rüstungsdicht drin und minimal mehr Reichweite und Zauberkraft 1. Ja, und wie läuft das bei beiden auf Zauberkraft 3 raus? Also sind die ziemlich gleich, nur dass der hier halt. Dass der Stab, den ich gerade habe, dass der mehr Schaden macht. Prinzipiell durch seine 2 plus Schaden. Ich ahne schon, dass man hinterher im späteren Spiel irgendwelche Sachen findet mit Schaden 300 oder so. Also warum meine Magerin eigentlich immer vorne steht, weiß ich ja auch nicht. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich das mein Hauptheld ist. Jungs, ihr geht erstmal dahin und bleibt dann bitte mal da, wo ihr seid. Bis das Eiszaubern und das Blitzzaubern hier vorbei ist. Okay, noch welcher Schade. Das war's dann leider mit AOEs. Oh Mann. Ja, mein Bestes gegeben. So. Ihr haut hier hinten bitte schon auf die Viecher drauf, die durchgekommen sind. Ja gut, die sind ja beide tot. Na gut, das wird ja wohl ein recht kurzes Gefecht. Ja, wo kommen hier noch alle her? Oh, oh, warte mal, Mann, da können wir ja, da können wir ja taktisch klug vorgehen und hier erstmal eine Flammenwand legen. Ach, das ist ja meiner, das da vorne ist ja der. Oh, na gut, schon durch. Ach nee, der ist gar nicht hinüber. Alter, da sind ja richtig viele da. Da fehlt mir das Mana, war zu wenig Mana, dann trinken wir nochmal. Wollen wir sie nicht verschwinden? Treffe ich da wieder meinen eigenen? Ah, was? Warte mal, welcher ist denn der hier getroffen wird? Das ist hier die Turmwache. Kann ich mit den. Ah, ich glaube, mit dem bisschen nochmal kurz rausrennen, bevor es zu spät war. Oh, was, Soldat? Oh, da hat er gar nichts mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, du gehst erstmal. Kriege ich den irgendwie passiv geskillt? Schnellleiste freischalten? Was? Egal. Der Genlord, der Hörlock sieht nicht so gut aus. Alistar, kann ich hier irgendwas. Also, es ist ja ein Riesenkuddelmuddel, ich sehe hier gar nichts. Also, der haut wahrscheinlich gerade meine Magierin, die wird den Schlag schon überleben. Du haust auf jeden Fall ab, Kollege, sonst bist du nämlich gleich des Todes. Na, die sind alle nicht so fit, dass du greifst mal über den da an, weil der da stirbt sowieso in der nächsten Sekunde. Und du eist mal den Kollegen da hinten ein. Ach, das ist ja noch einer. Aua! Oh, warum können die denn alle Schildschlag? So, er hört nicht zu. Er hört nicht zu. Hallo, du sollst weggehen. Das. Oh, warum hauen die denn alle auf meine Magierin drauf? Ah, mein Hauptheld. Hey, Jungs, könnt ihr bitte mal in Ruhe lassen? Doch, das sind ein paar Plagen, diese Viecher. Ah, das sieht, glaube ich, gar nicht gut aus für mich. Oh, gerade so noch in der letzten Sekunde den Trank getrunken. So, und ja, genau, er ist gestorben. War klar, weil er voll Idiot reingehen muss. Ich schicke den noch nicht umsonst zurück. Ah gut, das waren alle anderen Hörlocks. Das heißt, wenn ich hier immer ein bisschen im Kreis renne. Also hier Dolch in die Hand zu drücken, war glaube ich keine gute Idee. Weil jetzt möchte irgendwie die Automatik immer mit Dolchen kämpfen. Jetzt haut den doch mal um hier. Na bitte, geht doch. War's das? Na gut. Ist mir eigentlich egal, dass er da Schaden genommen hat. Die Turmwache stirbt sowieso wahrscheinlich oben noch. Weil er, oh, eine Armbrust der dunklen Brut. Das ist interessant. Säureflasche, noch mehr. Ach ja, ach ja. Sehr schön. Ja, total schön. Wundumschlag. Eigentlich finde ich ja genug Wundumschläge, weil das da unten sind ja noch die schwachen Wundumschläge. Ich habe ja noch richtige, die mehr heilen. Oh, was haben wir hier noch? Noch eine Tür? Da geht es anscheinend hoch. Ne, da möchte ich ja noch nicht lang. Gucken wir uns erstmal den Nebenraum an. So, also ich muss hier erstmal kurz die Dolche aus der Hand nehmen. Das geht so gar nicht, dass mein Magier auch nur auf die Idee kommt, im Nahkampf reinzugehen. Ne? Drücke ich hier lieber den Stab der dunklen Brut auf die zweite Hand, damit hier auch gar keiner auf die tolle Idee kommt, hier irgendwie ein Dolch in. Ich weiß nicht, Magier mit Dolch. Ja. Elfenwurzeln. Naja, nehmen wir mal mit. Ist das hier? Achso, das ist wahrscheinlich Silberarmband. Was kann denn das? Geschenk. Ein schweres Silber mit zwergischen Runen. Geschenke können an Händler verkauft oder bestimmten Gruppenmitgliedern überlassen werden, um deren Vertrauen zu stärken. Ja, das wird garantiert nicht Alistar kriegen. Aber interessant. Interessant, interessant, da ich meinen Leuten was schenken kann. Ich kann nicht kein Schwert mitnehmen, müssen also alles nur was 15 Schwerter, die sofort auseinanderbrechen. Warum? Schwache Verletztenausrüstung? Ein Satz Bandage und andere Hilfsmittel zur Heilung. Das, halt diesen vor einer Verletzung.
Interessant, was man nicht so alles findet. Aber man sollte auf jeden Fall keine Truhen. Wie viele Ketten zu reichen? Na gut, ich denke mal, die Turmwachen sind hier auch nicht unbedingt. Nein. Ich brauche einen Dieb. Mal unnütz. Das geht so nicht weiter. Wir müssen die Spitze des Turms erreichen. Ne. Also wie viel Truhen? Was ist jetzt? Oh, was ist jetzt? Wird echt zeitrechnen los hier. Also, wie viel Truhen ich mittlerweile verpasst habe, weil ich einfach nicht aufgekriegt habe, weil ich kein Schloss knacken kann. Ja, Geschenke, du hast gesagt, kannst du den Gruppen nehmen, die du immer teilweise den entsprechenden Begleiter wechselst. Nee, das möchte ich jetzt noch nicht machen. Wie viel haben wir denn hier? Warte mal. Wir machen das hier erstmal eine Frontlinie bilden hier. Jungs, ihr geht erstmal dahin. Dahin und du gehst dahin. Braucht ihr Hilfe? So, mit O. Wie sind denn das hier? Du rennst jetzt einmal vor zu den Magiern. Offensivzauberer. So, und die hauen. Ja gut, die hauen die ja einen nach dem anderen platt. Na gut, dann kümmere ich mich noch auf die. Dann machen wir noch die 8. Gut, das macht aber gut Schaden. Dann machen wir noch das da. So, wie schaut es denn hier vorne an der Front aus? Na gut, der erste Genlock ist beinahe tot, der da hinten lebt noch. Und die beiden sehen nicht mehr so fit aus. So, den Lebenskraftentzug und dann... Ach, da oben kommt ja noch einer. Ach, ein 0-15 Genlock. Na gut, der wird mich nicht aufhalten. Oder ist schon wieder einer gestorben? Hey, was macht denn Alistair? Wo will er denn noch hin? Wo rennt er? Mann. Ich muss irgendwie bei Gelegenheit mal wirklich mal das Kampfverhalten anpassen. Die laufen ja alle nicht so rum, wie ich mir das vorstelle. Weil zum Beispiel, sie rennt hier mal vor und das... Ach, Fähigkeiten unzureichend. Oh Mann, ey, ich brauche Schlüssel, oder? Wahrscheinlich liegen die ja irgendwo in der Ecke rum und ich bin bloß zu doof, die Schlüssel zu finden. Das kann natürlich auch sein, aber... Der hat auch noch... Oh, zwei Silber hat er dabei gehabt, naja. Das heißt übrigens gar nicht Silber, das wurde ich irgendwie drauf gestoßen. Das heißt irgendwie anders, das Geld, aber ich habe keine Ahnung, wie. Das sind irgendwie nicht exakt Silberlinge. Was für Reden existiert jetzt? Existiert als Nation seit den ersten Tagen? Des Erbauers. Was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Tja, habt ihr euch darüber nicht beschwert, dass ihr nicht kämpfen dürft? Das bringt uns aber zu Schlange. Ihr könnt ihnen sagen, dass wir am falschen Ort sind. Das da, genau. Genau, es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis. Später werden wir darüber lachen. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Ja, warum rennt der denn nicht einfach so los? Das mit diesem Signalfeuer, das verstehe ich ja immer noch nicht. Also, es ist ausgemacht, ja, wir machen das Signalfeuer am Abend an. Und danach rennen die Leute los. Ja, warum rennen die nicht einfach von alleine am Abend los? Ich sehe diesen Sinn dieses Signalfeuers einfach nicht. Ich meine, die Leute auf den Turmen, die wissen ja anscheinend auch nicht so richtig, wann sie das Feuer anmachen sollen. Die haben einfach den Auftrag, rennt da mal hoch und macht das Feuer an. Völlig unabhängig davon, was unten tatsächlich der Fall ist. Also, wie geht denn zu rein? Das ist jetzt schon die dritte Truhe. Kann ich hier nicht irgendwo in einer Abbestellkammer mal so einen Banditen finden oder so? Wie sind denn das mal wieder? Zwei Mann? Na gut, mal. Also die Bogenschützen machen mir erheblich lieber. Na gut, den Genlock. Oh, der ist sowas im Ton. Warte mal, Alistair, renn mal eigentlich vor. Jetzt ist der betäubt. Ich muss übrigens sagen, in solchen Spielen habe ich nichts dagegen, dass meine Charaktere betäubt werden können. Ich beschwere mich ja sonst bei jeder Gelegenheit immer, dass ich in irgendwelchen Spielen CC't werde, also Port-Control-Effekte alleine, dass ich mich nicht mehr bewegen kann oder dass ich ganz so langsam bin oder. Wenn ich eine Party habe aus mehr als einer Person, am besten so 5-6 Mann, dann stört mich das kein bisschen, wenn da einer von den Leuten doof rumsteht. Dann ist das ein... Naja, dann ist das halt Inhalt der... Dann ist das halt so. So, das dann bitte erstmal vor... Ich müsste den irgendwie noch einen Position-Halten-Befehl geben. Warum hat der nicht so viele aktive Effekte? Egal. Mir fällt gerade auf, ich besetze eigentlich nie die Effekte von denen ein, hier von meinen Leuten. Ja, Jungs, was macht ihr? Ich bin dran. Oh, das Eis. Wir können nicht verlieren. Naja, gegen zwei Gegner auf jeden Fall können wir wirklich nicht verlieren. Oh. Oh, hat die dunkle Brut hier lustige Waffen mitgebracht? Haben die sich hier ausgerüstet oder sind das hier? Ein bisschen düster hier. Ich kenne Kurztasten für alles nehmen gibt. Ich kenne die bloß nicht. Das kann natürlich auch sein. Dass ich Kurztasten nicht kenne, ist ja meistens wahrscheinlicher, als dass es keine gibt. Oh nee. Oh nee. Okay, wir brauchen erstmal ein paar Leute, die hier den anderen Leuten da im Gesicht. Die stehen wieder viel zu weit hinten. Na toll. Oh Gott, wie viele Bogenschützen da hinten stehen. Warte mal, Leute, wir verlagern mal den kompletten Kampf mal nach da hinten. Weil dann müssen die Bogenschützen nämlich mal um die... warum kann ich den jetzt nicht steuern?
Ja. Muss nämlich die Bogenschützen alle um die Ecke rennen. Und das ist, glaube ich, deutlich günstiger für mich als alles andere hier. So, und vor allen Dingen kann ich dann nochmal taktisch toll. Jetzt ist das Ende gekommen. Oh, warum? Du Vollidiotensoldat. Warum rennst du da jetzt rein? Was macht der denn da? Warte mal jetzt. Warte mal. Frei bewegen? Nix. Position halten. So. Ah, jetzt geht das noch viel besser. So, kommen die Genlocks jetzt hier rum, oder? Okay, die Genlocks kommen nicht rum. Warte mal, das ist ja günstig. So, dann kann ich jetzt nämlich erstmal in aller Ruhe meine Truppen... Das hätte ich mal gleich machen sollen. Ich glaube, frei bewegen ist zwar ganz gut, wenn man so ein bisschen Kleinholz weghauen will, aber sonst ist frei bewegen eher hinderlich. Na gut, machen wir den Kampf noch kurz zu Ende. So, gut, dann rennen wir jetzt mal... Dann rennen wir jetzt mal geschlossen als Gruppe nach vorne. Weil ich muss nämlich irgendwie ranzaubern. Meine Kräfte sind euer. So, gut, Jungs. Ihr rennt jetzt erstmal ganz nach hinten und taucht die Bogenschützen da hinten platt. Ne, warte mal, Alistair rennt. Ne, der rennt mit. Der angeschlagen, der bleibt bei mir und der rennt auch mit drauf. Was sind ihr beide? Haut den da um. Und du. Ne, das. Verdammt, das weiß ich nicht. Doch, verdammt, den habe ich noch nicht. Ach ja, genau. Bereit. Achso, der rennt noch dahin. So, dann kommst du erstmal mit damit. Ich mache hier gar nichts, außer... Jetzt rennen die mit, oder was? Jetzt sind die widerstandsfähig gegen Magie. So, du greifst da hinten mit an und... Ja gut, den letzten können wir auch mit einem arkanen Boltplatz machen. So, der hinten, der sieht nicht so richtig gesund aus. Oh. Oh, der sieht wirklich nicht gesund aus. Ach hey, du fließt erstmal. So... Der Arcane Bolzen fliegt und der Genlock, der hinterher rennt, den. Alter, das macht ganz schön viel Schaden. Verdammt, jetzt soll ich ihm vielleicht doch nochmal sagen, dass er angreifen soll. Na bitte. Geht doch alles.